Hallo zusammen, heute zeige ich euch ein Rezept für Omas Lebergeschnetzeltes. Das ist so geil. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Ich weiß, dass das heutige Rezept auf jeden Fall polarisieren wird, denn Leber mag nicht jeder. Ich hatte im letzten Jahr ein Video für Kalbsleber Berliner Art und dort habe ich eine komplette Kalbsleber bekommen und die war natürlich so groß, dass die gar nicht auf einmal in einem Video verarbeitet werden konnte. Also hatte ich mir überlegt, daraus noch ein zweites Rezept zu zaubern und so kam ich auf die Idee für dieses Lebergeschnetzelte. Hierfür benötigen wir zunächst einmal eine große Metzgerzwiebel, die wir in grobe Würfel schneiden, sowie einen Apfel, das ist ein süßlicher Apfel. Es gehen aber auch säuerliche Äpfel, wie zum Beispiel ein Boskop. Den befreien wir grob vom Gehäuse und schneiden den in so Streifen. Dann benötigen wir Leberstreifen, die wir noch in kleinere Würfel schneiden. Geschnetzeltes halt. Das muss jetzt auch nicht besonders filigran sein, das reicht so grob. Es ist auch besser, es etwas größer zu lassen, da meiner Meinung nach die Leber auf keinen Fall zerkocht werden sollte. Das hier sieht wirklich wunderschön aus. Die Qualität von dieser Kalbsleber war ganz hervorragend. Ich habe nun das Seitenkochfeld von meinem Landmann Triton Gasgrill auf oberste Stufe gesetzt, eine gusseiserne Pfanne aufgesetzt, etwas Sonnenblumenöl in die Pfanne gegeben und röste nun meine Leberstückchen ganz langsam und behutsam an. Wie gesagt, ganz wichtig, Leber kann man am besten so ein bisschen leicht pink essen, auch da ist das Ziel heute, dass wir das so hinbekommen. Ich salze diese leicht und würze diese zu dem Zeitpunkt auch mit Pfeffer. Am Ende, wenn die Soße und das komplette Geschnetzelte fertig ist, schmecken wir das Ganze natürlich nochmal ab. Das Ganze dauert jetzt nicht lange, so 3 bis 4 Minuten oder so an der Stelle. Und dann nehmen wir unsere Leberstückchen auch schon wieder raus. Ich habe in der Zwischenzeit meinen Gasgrill auch vorbereitet. Ich habe den linken Brenner angemacht. Das Deckelthermometer zeigt so circa 60 Grad und jetzt lasse ich das in einer kleinen Schüssel bei 60 Grad einfach nur warm halten. Dann geben wir unsere Zwiebel in die Pfanne. Jetzt haben wir schon einen sehr schönen Sud aus diesem Lebergeschmack, dem Öl, Salz und Pfeffer und rösten jetzt unsere Zwiebeln ein paar Minuten an. Nach kurzer Zeit geben wir den Apfel dazu. Wichtig ist an der Stelle, dass wir den nicht zu lange vorher in Stücke schneiden, weil der sonst braun wird. Die genauen Mengenangaben für dieses Rezept gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Das Rezept grundsätzlich eignet sich aber nicht nur für Leber. Man kann zum Beispiel auch Rinder- oder Kalbsgeschnetzeltes ganz normal damit zubereiten. Jetzt benötigen wir Mehl. Wir bestäuben Zwiebeln und Apfel mit ordentlich Mehl, rühren das einmal um und lassen das Mehl auch einige Minütchen mit anrösten. Jetzt benötigen wir Bier. In dem Fall nehme ich Malzbier. Das ist super süß, passt hervorragend in die Kombination mit Leber und mit Apfel. Ihr könnt aber auch ein normales Schwarzbier nehmen. Was ich nicht nehmen würde, wäre jetzt ein helles Bier, also ein Export oder ein Pilz, weil dort der Hopfenanteil dazu führen würde, dass es zu bitter wird. Jetzt lassen wir das Ganze einköcheln, gerne nochmal abschmecken mit Salz und mit Pfeffer. Und wir merken schon, wie das Ganze jetzt aufgrund des Mehls schön andickt. Eventuell müssten wir dann nochmal mit etwas Malzbier nachjustieren, wenn wir merken, dass wir zu wenig Soße haben. Zwischendurch habe ich noch etwas Majoran hinzugegeben und auch das ein paar Minuten einfach bei niedrigerer Hitze köcheln gelassen. Wenn dann die Soße einigermaßen die gewünschte Konsistenz hat, dann können wir die warm gehaltenen Leberstückchen zurück in die Pfanne geben. Wir haben hier so einen richtig schönen Saft noch mit, das gibt super Geschmack. Die Leberstückchen sind jetzt immer noch nicht ganz durchgegart, die sind jetzt schön weich. Und dann lassen wir das Ganze bei niedriger Hitze einfach nur noch einmal mit erwärmen. Und dann können wir das Ganze natürlich wie immer probieren. Teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.